Wer im Leben nicht riskiert, auf die Schnauze zu fallen, der wird eigentlich nur am Bauche kriechen können. Das war mein Motto schon mein ganzes Leben. Und ich habe das wirklich auch praktiziert. Ich bin oft auf die Schnauze gefallen und bin durch alle Fettnäpfchen der Welt gestapft. Aber es hat mir nicht geschadet. Ich bin der Volker Don, der Volker, der Franke aus Ansbach im schönen Mittelfranken. In meinem Berufsleben früher war ich Einzelhändler, Großhändler, Berater und viele, viele Jahre Geschäftsführer bei der Schöller Unternehmensgruppe. Das sind die, die das gute Mövenpick-Eis machen. Ich war dort als Sprecher der Unternehmensgruppe tätig, als Verantwortlicher für Marketing, für Vertrieb, für Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und in den vielen Jahren meiner Berufstätigkeit, das sind jetzt immerhin fast 50 Jahre, hat sich mein Wissensrucksack schon ganz schön gefüllt. Heute will ich versuchen, das Leben der Menschen ein bisschen besser, schneller, schöner, leichter und musikalischer zu machen. Warum? Weil ich zum einen in einem Netzwerk für autarkes und energieoptimiertes Wohnen dafür sorge, dass Menschen einen schönen neuen Wohnraum bekommen. Dass ich noch ein bisschen helfe, auch ehrenamtlich Existenzgründern oder KMUs, die Probleme haben und eine Hilfe benötigen. Aber diese Menschen oder diese Firmen, die müssen schon zu mir passen. Wenn ich das fränkisch sagen darf, mit Arschlöchern will ich nicht mehr arbeiten. Und der dritte Punkt, das ist der wichtigste Punkt in meinem Leben. Das mache ich auch schon sehr lang. Eigentlich seit meinem 15. Lebensjahr. Am liebsten sitze ich hinter meinem Schlagzeug und freue mich, wenn die Zuhörer oder Tänzer begeistert mitgehen. Das ist mir das Allerliebste der Welt. Und ich bin so stolz, dass ich mit meinen 76 Jahren noch in drei Bands spielen darf. Das ist absolut geil. Im Moment natürlich nicht, weil Corona uns das vereitelt. Und das finde ich ganz, ganz traurig, weil die Musik gehört einfach zu meinem Leben. Ja, jetzt habe ich euch in aller Kürze mein Leben vor die Füße geknallt. Ich bin der Volker Don, der Volker, und freue mich, wenn wir uns miteinander vernetzen, wenn wir in Kontakt kommen und wenn wir uns bei Gelegenheit hoffentlich bald auch einmal persönlich wiedersehen. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Bleibt schön gesund und zuversichtlich. Tschüss.